für den Teig Ei mit 100 Gramm Zucker verrühren, Mandeln und 1.1 Vanille hinzufügen, 100 Milliliter Leinöl einrühren, Mehl und 1/47 Unterstrich über den Teig 7, alles zu einem festen Teig kneten, ZL eine Kugel rollen und in Frischhaltefolie wickeln, mindestens 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen, Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen, eine Tarteform mit dem Teig auskleiden, im Ofen auf mittlerer Schiene 15 Minuten blind backen, Hülsenfrüchte entfernen und weitere 3 Minuten backen, herausnehmen und abkühlen lassen. Backofentemperatur auf 175 absenken, Magerquark gut abtropfen lassen, Zitronenschale abreiben, Saft auspressen, den Quark mit 140 Gramm Zuckersahne dem restlichen Leinöl, Klammer auf 30 Milliliter Klammer zu, Kurkuma, Zimt, Vanille, Safran, Pfeffer, Salz, Zitronenschale und Saft verrühren, zum Schluss die Eier dazugeben und alles zu einer glatten Masse verrühren, auf dem Tarteboden verteilen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 25 bis 30 Minuten backen, herausnehmen und abkühlen lassen. Unterstrich für den Belag eine Grapefruit filetieren, aus den restlichen Grapefruits 250 ml Saft auspressen, Grapefruitfilets dekorat auf der Tarte verteilen, Tortenguss in einem Topf mit dem restlichen Zucker, Klammer auf 40 Gramm Klammer zu, vermischen, den Grapefruitsaft dazugeben und alles einmal aufkochen. Den Guss auf der Tarte verteilen und fest werden lassen.